Danke, Mappa. Hätte eben noch ein paar Mod-Gespräche mit Kaya. Weil eigentlich wollte Kaya heute noch vorbeischauen. Ja, hat er sich erstmal entschuldigt, dass das nichts mehr wird. Aua. Bei denen ist auch kein wirklich gutes Wetter gerade. Deswegen muss ich da nochmal kurz nachgucken. Du spürst eine geheimnisvolle Kraft. Anfassen. Also für gewöhnlich sage ich ja nein, aber ja, komm, mach mal. Schöne Grüße. Das richtig aus. KP aller Charaktere und die HP der Gruppe vollständig wiederhergestellt. Alles. Waffen schmieden. Wir könnten jetzt die Malzahn schmieden. Okay, aber die Waffe ist halt schlechter. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich muss Waffen, die gut aussehen, möchte ich haben. Vor allem jetzt, weil man ja das Design übernehmen kann. Das heißt, allein aus Designgründen möchte ich alle Waffen haben. Das ist ein Scheißproblem. Ich möchte alle Waffen haben. Da harte Knochen und halbmenschliche Klaue. Okay, ich könnte beides haben. Wenn es passt. Ich möchte das mal nur fertigen, ja. Ja. Passt beides. Sehr gut. Weil da finde ich halt das Waffendesign so mega schön. Möchte ich halt einfach nur haben, weil es gut aussieht. So. Ausrüstung. Weil ich möchte das dann gleich mal probieren. So, dann einmal die Malzahn. Das Schwert ist immer noch besser. Ich will halt nicht mit einem zu starken Schwert kämpfen. Jetzt möchte ich einmal gucken. Ja. Tatsache. Man kriegt dann tatsächlich das Design. Jupp, wir werden uns alle Waffen craften. Das wird toll. Das wird toll. Ihr ahnt schon, wie lang das Spiel wird. Landeswaren verkaufen. Alle möchte ich nicht verkaufen. Okay. Ja, nee, das verkaufe ich auch nicht. Meistens verkaufe ich auch nicht. Okay. So. Warte mal. Wir nehmen hier den zweiten Speicherpunkt. Speicherplatz. Und Fertigkeiten. Hier hat sowieso keiner. Wir hätten. Okay, Wachsamkeit, eine Unterstützungsart, dass den Angriff, den elementaren Angriff eines Verbündeten für eine bestimmte Zeit um 30% erhöht. Drücke, wenn du hochgewirbelt wirst, um wieder geschreckt zu werden. Ja, nehmen wir Wachsamkeit. So, und hier vorne soll das Soigel sein. Das heißt, wir haben wieder einen. Ich gehe mal von aus Boss. Elfwolf-Anführer. Warte mal. Ich bin gleich tot. Hilfe. So, erstmal die erledigen.
Alter, genau in dem Moment geheilt. Ich beinahe tot gewesen wäre. Klebt gerade alles. Ich habe so das Gefühl, überleveln ist hier fast gar nicht möglich. Liegt da wieder? Autsch! Ich wollte gerade weggehen. Das heißt, ich bin eingefroren. Ui. Jetzt war Hilfe. So, Hälfte haben wir. Nein, jetzt ruft er wieder Viecher. Du Gott, heil mich. Bitte. Okay, ich krieg keine Heilung. Eigentlich. Okay. So, der letzte Viertel. Ah, ich renne aber auch immer voll rein. Ha! Diesmal nicht. Scheiße, da habe ich nicht aufgepasst. Komm schon. So. Bye bye. Mensch, das riecht doch besser als der allererste Bosskampf. Juhu, sie hat ihre 800. Nein! Oh, da. Ja, weil das jetzt sehr nützlich. Dann stirbt sie nicht direkt, sondern hat doch Zeit, sich einmal hochzuheilen. Danke, Mappa. So. Frage. Die beiden haben wir vollständig. Wir schauen mal Niederstreckung. Ja.
machen wir dahin. Dann machen wir erst das hier. Dann das, dann das, dann das. Dann kümmern wir uns um die oben. Ja, ist hier noch irgendwas? Nee. Gut. Ja, stimmt, da unten waren wir ja gerade erst. Warum denke ich gerade an Sephiroth mit dem Schwert? Der geile Auftritt. Nanimono-datta-no-kashira? Hyotto-shite, are ga kono kuni no Surudo Ganabelto-nano-ka? スルドが一人で外をうろつくとも思えないけど、それにレナ人がズグルを殺す理由がないわ。何にせよ顔を合わせなくて正解だったみたいだ。見ろよ、すべて人たち、ただものじゃない。大丈夫か。今はジルファ王。それにしても恐ろしいやつだったな。 Wie man einfach nicht sieht vor lauter Schnee. Hier habe ich jetzt auch leider keine Eule gefunden. Schade. Ich dachte, wir wären wieder mit einer Eule beglückt. Land des Funkelglanzes. Kislodia. Arega Sisroden da yo. Ano hikari wa nan nan da? Machi o terashiteiru wake ja nasasou da na. Arega kono kuni no subete. Itte mireba wakaru yo. Dou shitan da? Biezo o taoshita yasaki ni arawareta Linwell. たまたま村で敵の一員として居合わせたジルファの息子、村から逃げた私たちを追ってこなかった蛇の目。これは本当に偶然なの？罠だっていうのか？そんな、私は精霊術のことがなければ疑うところだけど、それは考えにくいわね。自覚のない駒かもしれないけど。狙いは何だ？
ジルファを捕まえるためか。わからない。ただあまりにできすぎているというだけ。考えても仕方ないわ。どの道私たちはスルドの元に行くのだし。どうやって入るの？え？まさか蛇の巣に正門から堂々と入るわけじゃないんでしょ？町のそばの泉、その近くに抜け穴がある。そこから入れるよ。Man merkte gar nicht, dass ich süchtig bin nach dem Spiel, oder? Ich komme einfach nicht von dem Spiel los. Was? Jiro Jiro, bitte. Das ist ein Magie-Kleid. Was ist das? Großer Zuki.可愛いわね。え、だそん、今のフルルが入るの。何故だ。短冊のような服も新鮮だわ。Weiß ich nicht, weil eigentlich war geplant 16 Uhr Feierabend. 見ないでよ。Dann hatte ich gesagt, gut, okay, komm, eine Stunde machen wir noch. 17 Uhr. Jetzt ist es 17.23 Uhr. Claire soweit? Das ist unheimlich, ey. Die Verteidigung hoch. Komm, gucken wir das. Im Schlafen mit jemandem sprechen. Ja, mit drin will.ちょっと話そう。Verstehe das Problem jetzt nicht. Dass ich, wenn ich es könnte, wahrscheinlich jetzt direkt an einem Tag durchspielen könnte. Holen würde. ルル、何かあったら呼んでね。Vor allem Tales of Arise kommt ja immer nur mittwochs. 今日もよろしくね。Das heißt, wir müssten uns dann ja eine Woche gedulden.Dass es weitergeht. Okay, da habe ich nicht genug Geld für. Da Megakern fehlt, Steinfragment fehlt. Da fehlt alles.Hm, ja. Ich gucke da jedes Mal nach. Es ist trotzdem nichts Neues drin.そっちに何かあると言いたいみたいだな。で、オイルンバル、お、で、オイルンバル。そうです、オフマーソンカイダーベックス。おお。フルル、お友達がいるの。Ah, okay, damit komme ich rein und raus. Oh mein Gott, was ist das? Will ich jetzt wissen, was das ist? Okay, nochmal rein. Will ich wissen, was es in diesem Ohlenwald gibt? Wie ist das denn? Plötzlich hat sich die Situation geändert. Es ist kalt und es ist nicht kalt. Oh mein Gott. Oh.フクロウなのか？フルル、フルル、フルルも警戒してないし。いつも危険なさそうだよ。近づいてみるか。や。油断するなよ。Oh mein Gott, ist das süß! Mit dem Schnauzer! König und Königin Eule!eine Rumpelke? Mitternachtskampftracht. Okay. いきなり物をよこしたりして。
どういうつもりかしら。ハオ！ハル！ハル！おお！あの袋、ひょっとして。前に助けた袋だよ。じゃあ、さっきのはお礼のつもりかな。仲間を助けたことへの。うん。フルルと比べて大きいだけでなく、なんていうか、あ、妙に立派ね。案外、フクロウの王様だったりしてな。なら、隣にいるのはさしずめ女王かしら。女王？どう見てもつがいだもの。ほる。ここはフクロウたちの住処か。こんな広い場所なのに、私たちがあのフクロウを助けるまで2羽だけで暮らしてたのかな。もういないと思ってた仲間がいた。その上、王様と女王様までいたんだ。案外探せばもっと他にもいるかもしれない。リンウェルだって世界の隅々まで探したわけじゃないだろ。それは、うん、そうだね。ねえフルル、フル、もっと仲間を見つけてさ、この場所を教えてあげようよ。あ、旅のついででいいから。ダメかな。構わないさ、たくさん見つけてやろう。Wir suchen die Eulen sowieso schon. Aber nur wegen der Items, die sie uns geben. Na gut, umfassend sie sind. Ich hab ganz abgesehen. Lingel? Nan demo nai. Sa, iko. Oh. Ich liebe dieses Spiel. Gott, wie kann man ein Spiel nur so gut machen, ey? Der Eulenwald. Eulen, die du findest, ziehen in den Eulenwald. In diesem Wald leben auch ein Eulenkönig und eine Königin. Sprich mit dem König, damit er die Belohnung je nach Anzahl gesammelter Eulen gibt. Okay. Das heißt, wir kriegen nicht nur durch die kleinen Eulen Belohnung, sondern wir kriegen auch durch die Eulen noch Belohnungen. Oh mein Gott, ist das süß. Apfelgelee, trank. Alter! Ja, nicht nochmal. Gut, wir haben aber auch neue Outfits scheinbar. Oder? Nee. Ich guck lieber dreimal. Ah, für... Alter, okay. Das ist ein geiles Kleid. Wir haben beides für sie gekriegt. Oh! Ich liebe dieses Spiel. Das ist toll. Das Kleid ist auch schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben ein ganz großes Problem. Wir haben ein ganz, ganz großes Problem. Vampirkleid. Und ich meine, ich fand das hier schon mega geil. Gott. Die wissen ganz genau, was ich toll finde. Und hier ist nichts weiter.
Und da sind die Eulen, die wir alle schon gerettet haben. Mit den Katzenohren, mit den Hasenohren, mit den Hundeohren. Wie es aussieht, ist auf dieser Stange noch Platz für ein paar Eulen. Das heißt, hier kommen dann wahrscheinlich auch noch welche hin. Das sind die Bäume für die Gebiete. Okay, das sind tatsächlich die Gebietsbäume. Ich bin vorher im Schwärmen hier. Das heißt, das hier ist vom Feuergebiet. Und hier fehlen wohl entweder eine Eule oder wenn ich hier hinten halt noch mitzähle. Also mindestens eine Eule fehlt hier noch im Feuergebiet. Das sind die aus dem jetzigen Gebiet des Eises. Dann Erde. Denke ich mal, dass das Erde ist. Eins davon Luft. Da gibt es aber noch sehr viele Eulen. Ja. Ja. Da habe ich so ein bisschen Angst vor. Das heißt, wir werden eigentlich die ganze Zeit nur nach Eulen Ausschau halten. Aber wenn wir dafür so coole Kleider kriegen, ne? Lohnt sich, ey. Ich meine, man kriegt mal was dafür. Was Cooles sogar. Oh Gott. Ich sehe schon, komm. Am Ende haben wir 200, 300 Spielstunden. Ja, bestimmt. Wir haben ja eine Eule haben wir ja bei uns. Also müssten wir eigentlich auch Vogelfutter haben. Ansonsten haben wir ja Weizen und sowas. Ich glaube, hier kann man dann bestimmt später noch irgendwas machen. Vergöttere dieses Spiel jetzt schon. Oh,